Hallo, ich war gerade mit der Familie einkaufen. Und ja, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr alle zusammen einkaufen geht, dann kaufen wir etwas mehr, als wenn ich alleine eingekauft hätte. Ich zeige euch das jetzt mal. Es ist ein bisschen chaotisch. Ich habe es nicht rausgeholt wie sonst mal, sondern es ist alles noch in den Kisten drin. Aber ich probiere mal, ob ich euch das jetzt mal so im Schnelldurchlauf einmal zeigen kann. Und fange jetzt einfach an. Wir waren übrigens bei Lidl einkaufen. So, wir fangen an. Ich habe einmal, das habe ich euch, glaube ich, irgendwann schon mal gezeigt, das hatte ich zu Bens Geburtstag mal gemacht, diese Marmor-Brownies. Also ich mag allgemein die Brownies von Dr. Oetker sehr gerne und die Marmor-Brownies schmecken richtig lecker. Die habe ich nochmal gekauft für Mias Geburtstag, beziehungsweise machen wir morgen eine Halloween-Party. Also wir feiern morgen eine Halloween-Party und danach feiern wir Mias Geburtstag im Halloween-Style. Genau, deswegen weiß ich noch nicht, für welchen Tag das ist. Messer weg. Aber wir nehmen das auf jeden Fall. Dann gab es diese Mondschnecken hier im Angebot. Bei Lidl für 1 Euro. Und Koya liebt alles, was mit Mond ist. Und dann dachte ich mir, das nehme ich einfach mal mit. Die habe ich schon mal irgendwann gefühlt vor 4, 5 Jahren gemacht. Und die haben mir auf jeden Fall geschmeckt. Deswegen habe ich es mitgenommen. Dann bringt jeder was morgen zu unserer Halloween-Party mit. Also die findet ja hier statt und jeder bringt halt was mit. Und ich bin dafür zuständig für die Hotdog-Brötchen. Jetzt wusste ich nicht genau, wie viele Hotdog-Brötchen brauchen wir. Ich habe jetzt einfach, ich glaube, 5 Pakete gekauft. Die kosten halt 70 Cent. Die kann man halt zur Not auch nochmal so essen. Genau. Und wer anders bringt dann Pommes mit und noch wer anders bringt halt Würstchen mit und so weiter und so fort. Und so haben wir dann irgendwann unsere Hotdogs zusammen. So, weiter geht's jetzt mit den beiden Körben. Und zwar einmal Salami. Ich weiß auch teilweise nicht alles, was Koya gekauft hat, weil er halt auch alles reingeschmissen hat. Dann zweimal Brötchen. Ich habe Mandarinen gekauft. Das sind schon, oder Clementine. Das ist ein Unterschied zwischen Mandarinen und Clementine. Ich weiß nicht, ich esse die mega gerne. Dann habe ich für morgen für die Party nochmal so Baguette gekauft. Und zwar zweimal Kräuterbaguette und zweimal Knoblauchbaguette. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das alles brauchen, aber das ist ja noch ein bisschen haltbar. Vielleicht zur Not noch einfrieren. Denn ich mache eine Suppe. Und dann wollte ich das halt dazu machen. Ich weiß auch nicht genau, wie viele Leute kommen. Das entscheide ich dann spontan. Dann habe ich einmal Feuchttücher gekauft. Das kann ich hier einfach mal drinnen lassen. Feuchttücher gekauft. Orangensaft auch für die Übernachtungsparty, dass die Kinder dann halt morgens was trinken können. Das werde ich aber mit Wasser mixen. Dann habe ich einmal Öl gekauft, Puderzucker, also den brauche ich für die Buttercremetorte. Einmal Backpulver, da hatte ich nicht mehr so viel von. Gouda. Dann hier unten ist noch so ein Frühstückssaft, das sieht man jetzt ganz schlecht, aber ich wollte jetzt keine Lust, das rauszuholen, so ein Frühstückssaft. Ganz normaler Apfelsaft, das werde ich wie gesagt alles mit Wasser mischen. Das hat Koya mir ausgesucht, hat gesagt, das ist mein Adventskalender. Da sind nämlich vier, weiß ich nicht, sieht man das, ist so eine Metalldose. Und da sind 24 Riegel drin. Und hat er gesagt, das wird mein Adventskalender. Das fand ich total niedlich, weil ich liebe doch Kinderschokolade und die Dose ist auch irgendwie ganz cool. Entschuldigung. Dann haben wir hier unten noch zweimal Fanta, zweimal, ich kann nicht mehr reden, zweimal Fanta, zweimal Sprite in günstig und zuckerfrei. Genau. Und jetzt werde ich mal schnell das hier runterräumen und dann werde ich euch den Rest zeigen. Weiter geht's. Ich war übrigens noch ganz kurz bei Aldi und habe diese Kästen hier geholt. Die haben 1,99 gekostet, das sind 2 Stück. Und das sind so Kästen für Maggi-Fix-Suppen oder Tüten oder wie auch immer. So viel habe ich jetzt nicht, aber ich fand das ganz cool, bei uns ins Regal zu stellen. Und dann kann man das ein bisschen sortieren, weil diese Dinger halt dazwischen sind. Ja? Ja. Wolltest du deinen Senf dazu geben? Nee. Ach so. Okay, weiter geht's. Dann haben wir Emmentaler Käse. Schwarzwälder Schinken, den mag ich nicht so gerne. Ich mag immer eher so den... Der ist so geräuchert, den mag ich also nicht so gerne. Dann brauchten wir unbedingt wieder Nutella. Da habe ich das günstige gekauft. Ganz normaler gekochter Schinken. Salami. Dann Leona. Du hast keine Süßigkeiten gegessen? Nee, wer Nuki im Mund hat, der geht auch gleich ins Bett. Dann haben wir hier einmal... Wie heißt denn das jetzt nochmal? Kräuter... Frischkäse, genau. Ist mir gerade entfallen. Dann habe ich hier einmal die Jumbo Pommes gekauft. Wir kaufen die sonst immer von Edeka. Mal gucken, wie die schmecken. Ich habe einmal Süßkartoffelpommes gekauft. Die schmecken richtig lecker. Ja, Mia, das ist mir hier ein bisschen zu unruhig, wenn du das alles schon wegräumst. Wollen wir das gleich zusammen wegräumen? Mhm. Gut. Salat.
Mia sagt jetzt, wie es weitergeht. Du packst jetzt die Sachen aus und zackst und jetzt. Mama, hast du alles, was da liegt, schon fertig? Ja. Dann haben wir noch zwei Packungen Mini-Pizza. Da gab es leider nur Schinken. Salami hatten die irgendwie nicht mehr. Ja, Schinken mag ich auch. Genau. Mini-Pizza. Ein paar Zitronen. Mhm. Und dann haben wir noch ein bisschen Marmelade, Erdbeermarmelade. Mhm. Soll ich dir das mal raus... Guck mal, ich stell dir das Ding mal runter. Wartet mal. Ja. Hallo. So, dann kannst du es besser zeigen. Dann haben wir hier noch zwei Cola-Flaschen, genau. Du, warte mal, jetzt ist Ben dran, immer abwechselnd. Guck mal. Was ist das denn? Joghurt. Oh, das ist Monte-Joghurt in günstig. Und das ist das Benny Boy. Das ist Benny Boy, genau. Dann haben das wir noch zweimal Smart-Joghurt, eigentlich Papageien-Joghurt. Mhm. So. Du sollst immer in die Kamera zeigen, Mia. Und ja. Wir haben noch Eier gekauft. Ja. Wofür brauchen wir die Eier, wisst ihr das? Zum Kuchen backen. Ja. Oh, mein Akku blinkt. Ihr müsst euch beeilen. So, und dann haben wir noch eine Packung. Dann haben wir Apfelsaft. Und was steht unter dem Apfelsaft da in Gelb? Was steht da drauf? Natur drüber Apfelsaft. Ben, du musst das erklären, was hier drin ist. Hier sind einmal... Was ist das hier, Ben? Bohnen. Nein, das ist Mais. Und das ist Frischkäse. Genau. Dann haben wir noch ein paar Snacks. Und wir haben noch einen. Haben wir den auch gekauft? Ja. Ach so. Wir haben ein bisschen Butter. Wofür brauchen wir die Butter? Weißt du das? Auch für den Kuchen. Genau, für die Buttercreme. Gekauft. Wir haben auch mal die Kamera. Die Kamera hatten wir schon. Ja. Schlagsahne. Und guck mal, was ist das denn? Das ist auch Frischkäse mit Pfeffer, den mag Papa so gerne. Und was ist das? Das ist auch Frischkäse mit Schnittlauch, den mag Papa auch gerne. Was ist das denn? Das ist Backpulver. Hatten wir das nicht schon gezeigt? Ich weiß es nicht. Habe ich zweimal Backpulver gekauft? Und ich weiß das es nicht. Hier? Das ist Speisestärke. Aber ich habe noch was gekauft. Wir haben auch noch Zucker oder so. Nochmal Puderzucker. Und einmal. So, ich musste jetzt gerade ganz schnell den Akku tauschen, denn die Kamera ist ausgegangen. Ich hoffe, ihr habt noch bis eben gerade alles mitbekommen. Und jetzt zeige ich euch noch den ganz kleinen Rest, weil ein paar Sachen haben nämlich noch gefehlt. Und dann bin ich nochmal zu Lidl gegangen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt sehen könnt. Genau, dann bin ich nochmal zu Lidl gegangen und habe noch ein paar Kleinigkeiten gekauft. Und so schnell sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 85 Euro weg oder so. Psst. Wir waren nämlich erst bei so einem doofen Lidl, da war gefühlt alles ausverkauft. So. Alle Kinder noch mal kurz ruhig sein. Klappt nicht. So, das waren jetzt die restlichen Sachen, die ich noch geholt habe. Ich habe noch einmal, oh, hier liegt noch alles rum, Bananen gekauft. Dann habe ich so, ja, Mia? Ja, dürft ihr. Dann habe ich so Vampirzähne gekauft. Die haben 99 Cent gekostet. Das finde ich ganz cool. Das ist so irgendwas Süßes, keine Ahnung. Dann habe ich diese Dinger hier gefunden. Das sind so Burger mit Käse. Die sind eingefroren. Wollte ich mal ausprobieren. Dann habe ich einmal für mein Mäuschen Himbeeren. Danke. Was machst du denn da? Ich rauche. Ich glaube, es hackt mir. Habt ihr das als Kinder auch immer gemacht? Ich habe das auch immer gemacht. Ich habe auch immer so getan, als ob ich rauche. Du musst so tun, als ob du dampfst, Mia. Meine Dampfen. Spinnst. So, weiter geht's. Gyros habe ich gekauft, denn ich mache eine Gyros-Suppe. Die mache ich auch für morgen. Und dazu brauche ich auch noch gehackte Tomaten. Eine Frage. Genau, und das war es eigentlich schon. Ja, eine Frage noch, Mia. Hast du den Kopf auch schon gezeigt? Den habe ich auch schon gezeigt, genau. Da war auch noch mal Dings drin, ne? Backpulver. So, ich hoffe, es war euch nicht... Ja, ich gebe dir gleich den Joghurt. Ich hoffe, es war nicht allzu chaotisch für euch. Ich werde jetzt hier noch den ganzen Quatsch wegräumen.
Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir haben, glaube ich, 85 Euro insgesamt ausgegeben. Mia, nicht noch eine Frage. Ich kann jetzt nicht mehr. Mach eine Frage, ich zeig dir. Ja. Was denn? Eine Himbeere. Ach, eine Himbeere, okay. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.